Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Herr Lammler, Sie haben eben gesagt, zwischenzeitlich hätten wir uns zu dieser Frage positioniert. Wir haben am gleichen Tag die Anträge eingebracht. Das muss man vielleicht der guten Ordnung halber fürs Protokoll festhalten. Und mit dem Entschließungsantrag der FDP haben wir erst recht nichts zu tun. Das vielleicht zur Klarstellung, einfach nur, gerade weil wir uns ja im Ziel an so vielen Stellen auch einig sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es scheint ja nach der Nachrichtenlage heute schon ein ganz guter Tag für die digitale Teilhabe zu sein. Der Europäische Gerichtshof hat heute eine weitere grundsätzliche Klärung zur Frage der Störerhaftung, die uns ja im Zusammenhang mit Freifunk immer wieder beschäftigt hat, erzielt. Man muss dieses Urteil sicherlich noch auswerten, wo sich daraus gesetzgeberischer Handlungsbedarf ergibt und ob es nicht vielleicht doch wieder Hintertüren für die Abmahnindustrie gibt, so wie das auch in der bundesrechtlichen Regelung ja an einigen Stellen zu sein scheint. Und dem Grunde nach ist aber heute insofern ein guter Tag, als der EuGH klargestellt hat, WLAN-Betreiber haften nicht für das, was über ihre Netzwerke abgewickelt wird. Diese Klarstellung ist, so einfach sie eigentlich klingt, erstmal gut. Die Klarstellung klingt einfach, aber wenn man sich die Geschichte anschaut, dann sieht man, wie lange es in Deutschland schon gedauert hat, diese doch eigentlich relativ einfache Frage der Haftungsfreistellung final zu klären. Das war schlecht für den WLAN-Ausbau in Deutschland und die Sicherung der digitalen Teilhabe. Und umso wichtiger war es, dass in den vergangenen Jahren so viele Freifunkerinnen und Freifunker sich dieser Frage schon gewidmet haben und mit großem Engagement für digitale Teilhabe gesorgt haben. Wir waren als Land immer klar in dieser inhaltlichen Frage und wir waren aber auch bei der Schaffung von Rahmenbedingungen klar. Wir haben aber auch seit vielen Jahren und auch viel länger als andere Länder bereits an der Seite der engagierten Freifunkerinnen und Freifunker gestanden. Wir haben es gerade schon gehört, wir fördern den Freifunk im Rahmen der Medienkompetenzförderung. Wir fördern den Aufbau von Infrastrukturen und außerdem macht das Land, das hat auch der Kollege Lammler gerade schon angesprochen, seine Liegenschaften für Freifunk zugänglich. Wir wollen einen weiteren Schritt gehen und uns für die Gemeinnützigkeit von Freifunk einsetzen, denn das Engagement für digitale Teilhabe wird nicht nur durch viele engagierte Einzelpersonen, sondern auch durch viele engagierte Vereine vor Ort getragen. Und gerade für Freifunkvereine stellt sich auch ein Stück weit mit dem Anwachsen der Bewegung in den letzten Jahren immer stärker die Herausforderung, von den Finanzbehörden in ihrer Gemeinnützigkeit anerkannt zu werden. Es gibt Fälle in Nordrhein-Westfalen, wo Vereine anerkannt sind, und es gibt andere Fälle, wo das eben nicht gelungen ist. Und da haben wir einfach das Problem, dass es da bisher keine generelle Klärung gibt. Deshalb macht es Sinn, jetzt politisch aktiv zu werden und das zu ändern, denn klar ist, dass Freifunk einen Mehrwert für alle bietet. Auch wenn ich weiß, das ist etwas, was wir als Fachkolleginnen und Kollegen, glaube ich, immer wissen und auch noch mal betonen müssen, weil es eben für viele noch ein bisschen unklar ist, dass Freifunk weit mehr ist, als einfach nur kostenloses Internet bereitzustellen. Es bietet trotz alledem einen Mehrwert für alle. Es bietet denjenigen, für die der Zugang zum Netz nicht möglich ist, weil sie ihn sich nicht leisten können, die Chance auf digitale Teilhabe. Da denke ich ganz besonders an ein Thema, das uns über das letzte Jahr beschäftigt hat, wo es viele engagierte Initiativen gab, die in einer durchaus angespannten Situation die Internetversorgung in den geflüchteten Einrichtungen gewährleistet haben. Aus der Freifunkbewegung, Sie haben da eine große und wichtige Arbeit geleistet und ich bin dafür sehr dankbar. Und das ist nur ein sehr illustratives Beispiel dafür, dass digitale Teilhabe heute eine zentrale Gerechtigkeitsfrage ist und dass diejenigen, die an ihrer Verwirklichung mitwirken, Unterstützung verdient haben. Wir wollen uns heute auf den Weg machen, deshalb, dafür haben wir diesen Antrag eingebracht. Wir fordern die Landesregierung auf, eine Initiative auf Bundesebene zu unternehmen, die die Anerkennung der Gemeinnützigkeit von Freifunk zum Ziel hat. Dafür ist es vernünftig, verschiedene Instrumente vorzuschlagen, nicht allein die Abgabenordnung, auch wenn der Kollege Lammler sie gerade sehr ausführlich durchgegangen ist. Wir stellen in unserem Antrag sehr vernünftige Instrumente, glaube ich, vor, mit denen die Landesregierung auf Bundesebene und im Länderkreis
Kreis auf dieses Ziel hinarbeiten kann. Und wenn uns das dann gelingt, dann haben wir die Chance, dass heute noch wir noch einen weiteren Beitrag leisten, damit das ein guter Tag für Freifunk und für digitale Teilhabe wird. Herzlichen Dank.